Frieden mit Summer. Ach, bitte nein. Summer schläft. Nicht das, was ich denke. Stella schon unterwegs. Dieser letzte Edelstein verfolgt nicht meinen grundlegenden Arzneischrank. Und da mein Medikationszimmer schon einen schönen kleinen Altar hat, muss ich jederzeit zu Besuch kommen und ihn bewundern. Für deine unermüdliche Hilfe bin ich da dir jedenfalls sehr dankbar. Du warst schließlich schon immer eine strahlende Persönlichkeit, ein Leuchtfeuer. Stella, ich hatte es nie geplant, aber ich glaube, dass ich dir etwas Wichtigeres beibringen muss. Oh wei. Für unsere nächste Unterrichtsstunde, nun ja, müssen wir von Bord gehen. Ich habe von einem schönen Ort am Mount Toriyama gehört. Auf einer Klippe mit Blick auf den Horizont. Es wäre ein schönes Gastzimmer für uns. Bereit, wenn du es bist, jetzt einfach die Segel. Oh nein, das wird doch wieder eine Abschiedsquest. Ja, tut mir leid. Was ist denn an dem Müsli jetzt wieder? Das ist. Einstein und Ganzheit, oh Gott. Ich will diese Quest nicht. Schreit doch nur nach. Wo ist denn der Vulkan, wo sie hin will? Mount Toriyama. Hier in dem Gebiet. Abbeltown Park, da kommen wir noch nicht hin. Und wie sagst du, wer ist? Mundwerk, Rottweiler. Summer, hast du eine Idee? Wo sich dein Berg versteckt? Mount Toriyama. Na, ich würde mal sagen, ich mache eine kurze Pause. Währenddessen google ich vielleicht mal, wo der liegt. In der kompletten Lösung von Spiritfarmer. Ja, kurze Kaffee-Toilettenpause, Google-Pause. Bis gleich. So, na dann, ich habe einen Plan. Ich habe mal ein bisschen Koordinaten gegoogelt.
Ich weiß, wo. Aru herbekommen. Und ich weiß, wo wir den Berg finden. Minus 99, 34. Ja gut. Da steht's ja. Brauchte ich die Koordinaten nicht. Und hier gibt's wohl noch einen Aluminiumdrachen, wo man gleich ganz viel Aluminium kriegt. Minus 132. 134. Minus 132. Wir müssen irgendwo hier sich aufhalten. Da sollten wir vielleicht mal vorbeischauen. Bei den nächsten Katastrophen. Ja, Katastrophen halt. Oh, Aluminium. Eine Freude. Mach schnell. Das ist eine Kiste. Die nehmen wir sich mit. Birnensamen. Ja, wir haben schon ganz viele. Ich habe einen Magenknoten natürlich. Wisst du was? Dann schon ganz viele Obst und Obstsachen, wenn wir einen Obstgarten meine ich aufbauen können. Können wir auch mal die ganzen Sachen anpflanzen. Das sind Obstbäume. Okay. Du brauchst was zu essen. Ja, ich schaff's manchmal nicht. Ich hab da was zu essen. Puffer braucht man, ne? Irgendwas Aluminium brauchen wir erstmal. Können wir, glaube ich, schon die Windmühle machen oder nicht? Noch jetzt 5 Aluminium haben. Ja, Windmühle. Oder höchster ist Zeit.
schon angetrieben durch das Windfeld dort. Können wir doch jetzt, glaube ich, fett machen. Können wir das Hähnchen braten. Getreide. Müssen wir Getreide anbauen. Okay, irgendwo finden wir dann auch noch Getreide. Reissamen, Flachsamen. Aber erstmal. Wir finden ja sowieso gleich den Aludrachen. Den können wir. Noch die Aufwertung für das Haus übernehmen. Kometenpulver. Eschenplatz. Okay. Eine minimalen 15 Kilo hier. Das habe ich befürchtet, dass Samas Unterkunft kompliziert wurde. Nicht umsonst, wir sind uns jetzt diesen Berg. Die ist wunschlos glücklich. Quarztache. Wenn die wunschlos glücklich sind, dann verabschieden die sich. Mir ist gerade etwas aufgefallen, Stella. Diese Ausstellung, auf die ich so fieberhaft hinarbeite, ich habe dir nie einzuhalten, darüber erzählt, nicht wahr? Nun erlaube mir, dich zu erleuchten. Als meine Assistentin hast du das mehr als verdient. Wie dir ja bereits bewusst ist, habe ich im Laufe meines Lebens zahlreiche Ausstellungen organisiert. Man könnte sogar sagen, das ist mein Beruf war. Doch ich bevorzuge den Ausdruck Berufung. Aber jeder einzelne davon, sei es in Museen, privaten oder öffentlichen Galerien, bei Festivals, antifaschistische Kunstkundgebungen, Unternehmenssteuermodelle, Live-Performances, jeder einzelne davon wurde von niederträchtigen, begriffsstutzigen, schwachsinnigen Politikern verdorben. Dafür ist die Öffentlichkeit noch nicht bereit, Gustav. Diese Künstler hat mit dieser anderen Künstlerin geschlafen, deswegen gibt es Feindseligkeiten. Die Königin zieht dieses laue, böse Kunstwerk vor. Kein einziges Mal hatte ich bei der Organisation einer Ausstellung absolut freie Hand. Oft sage ich zu mir selbst, Gustav, wenn du erst einmal älter bist, wirst du respektiert. Niemand würde es wagen, deinen Geschmack in Frage zu stellen. Doch dann, weißt schon, was passiert ist. Als mein Körper versagt und meine Beine so stur wie Holzstämme wurden, die Krankheit stieg langsam in mir auf, bis mein Gesicht zu einer lächerlichen Grimasse verzerrt einfroren. Es machte mir nichts aus. Schließlich ist der Körper lediglich ein Werkzeug für den Geist. Und mein Geist blieb stets so rein und frisch wie Bergwasser. Nein, mir war nur zuwider, wie andere mich wahrnahmen. Und wenn man sich eine groteske Statue seiner selbst verwandelt, behandeln einen die Leute bald nur noch wie ein Möbelstück. All die Arbeit, all diese Jahre, die Opfer, die Erniedrigungen, all das verlor plötzlich sämtlichen Wert. Versuchte meine Arbeit fortzuführen, wie du sicher weißt. Auch dank deiner Hilfe. Nichts war jemals wieder so wie zuvor. Aber diesmal wird es anders sein. Diese Ausstellung wird das reinste Chaos sein. Ein Mahlstrom aus künstlerischem Feingefühl. Allen menschlichen Gesetzen zum. Wie habe ich das umblättert? Okay. Man klappert ganz schön viel. Hindernis gestoßen, große Arbeiten daraus dabei.
Okay, irgendwas müssen wir besorgen. Aha. Oxbury. Okay, aber erstmal. Erstmal Summer. Wir sind hier. Was für ein schöner malerischer Fleck Erde. Und die Aussicht ist doch unschlagbar, nicht wahr? Ja, das wird perfekt. Und oben auf der Klippe sehe ich einen kleinen Vorsprung. Geh ruhig voraus, ich treffe dich dann dort. Wie ich das schaffen werde? Ach, mach dir da keine Sorgen, ich werde mich schon irgendwie dort hochschlängeln. Eins sein ganz weit. Erstmal scharf schießen. Dieser Vorsprung hier. Ich glaube, ich weiß, welchen sie meint. Den hier oben zur Tür raus. Ach du auch hier. Geht weg, Katze. Ein bisschen Kohle abbauen. Oh, Schiefer. Ha, so übel bin ich noch gar nicht. Ich mag zu alt sein, zum alten Eisen gehören. Zum alten Eisen gehöre ich aber noch lange nicht. Und jüngere bei Kletterwettbewerben zu schlagen, war schon immer meine Spezialität. Aber genug davon. Wir sollten uns auf unser Vorhaben konzentrieren. Wie du vielleicht schon gedacht hast, wird diese Lektion etwas ganz Besonderes. Bisher haben wir uns auf die richtige Pflege von Pflanzen und Feldfrüchten konzentriert. Na, jetzt ist die Zeit zu... Kann ich mehr reden. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns mit der richtigen Pflege unseres Geistes beschäftigen. Sonnenlicht, perfekte Voraussetzung dafür, und Musik waren wichtig fürs Ersteres. Für Letzteres wird unser Werkzeug die Meditation sein. Aus gutem Grund habe ich dich genau hierher gebracht. Siehst du diesen Fels? Er wurde nicht umsonst geweiht. In diesem Bereich fließen mächtige spirituelle Kräfte. Na sicher. Ich weiß schon, es mag seltsam anmuten, vielleicht sogar okkult. Aber bitte habe etwas Geduld. Zuerst die Grundlage. Setz dich neben mich genauso. Gut, jetzt bist du an der Reihe. Meditation. Meditation dreht sich um Ganzheit, Stellar. Um Ganzheit und Einsein, Einssein. Viele Anfänger glauben fälschlicherweise, dass es beim Meditieren darum geht, den Geist zu lehren. Aber der Geist ist nicht leer, Stellar. Er ist eine Bestie, wild und ungezähmt. Brutal und fürsorglich, liebevoll und zerstörerisch, voller Hass, Neugier und Angst, ein Knäuel ausgefranster Nerven. Genau wie der Drache kann auch der Geist nicht kontrolliert werden. Er muss frei umherschweifen können. Mir fällt gerade auf die Katze. Die meditiert auch. Oh, süß. Er muss frei umherschweifen können. Ich schweife. Auch mein Vater hat mit diesem gequälten Wesen gelebt. Oder vielleicht war es ein Wesen anderer Art. Er entschied sich dagegen zu kämpfen. Er wollte es mit aller Macht unterdrücken. Es mit Gewalt besiegen. Und es vor allem zum Schweigen bringen.
Er dachte, dass nichts sei die Lösung. Wir atmen ein. Wir vergessen nicht, wieder auszuatmen. Aber der Drache ist unbezwingbar. Der Kampf hat meinen Vater gebrochen. Lass deinen Geist wandern, Stella. Ganz sanft, so als sei er ein verängstigtes Kätzchen. Lass ihn das Gras riechen. Lass ihn den Wind spüren, der durch deine Haare weht. Die Hitze, die vom Stein hinter dir ausgeht. Oh Gott. Ich spüre es. Ich spüre die Hitze. Das gleichmäßige Brechen der Wellen unter uns. Lass deinen Geist alles durchdringen. Nicht um es dir anzueignen, sondern um ein Teil davon zu werden. Sei eins und sei vollständig, aber hör nie auf zu sein. Und wir meditieren alle gemeinsam. Und jetzt alle mit mir gemeinsam. Ah, ist vorbei. Genug Sonnenenergie abbekommen in der Nacht. Autsch. Seid ihr jetzt alle entspannt und meditiert? Meine Lektion scheint sich voll ausgezahlt zu haben. Du warst stundenlang dort oben. Irgendwann musste ich mir mal die Beine vertreten. Oh, was sagst du da? Eine Vision? Natürlich. Du bist ja schließlich die Seelenfährfrau. Die mystischen Energien dieser Welt müssten dich auf geheimnisvolle Art und Weise beeinflussen. Sicherlich gibt es noch andere Orte der Kraft wie diesen. Ja, wenn du sie findest, solltest du dir auf jeden Fall die Zeit nehmen, dort zu meditieren. Wir sinken dann noch weitere Visionen auf den Meerstab. Weißt du, Stella, wenn du da oben warst, wollte ich ein wenig nachdenken. Ich wollte mich auf unsere nächste Lektion vorbereiten. Es gibt noch so viel, das ich dir beibringen kann. Aber ich konnte nicht nachdenken. Mein Geist kam nicht zur Ruhe. Denn auch ich hatte eine Vision, verstehst du? Ein Geschenk des Universums. Es ist der Drache, Stella. Ich konnte spüren, wie er langsam auf mich zukochen kam. Ich dachte, ich müsse noch etwas Wichtiges verbringen, bevor er mich verschlingen würde. Aber inzwischen wurde mir klar, halt deinen Mund, dass der Drache mir kaum näher gekommen ist. Er hält schon eine ganze Zeit lang mit mir Schritt. Und ihn weiter zu ignorieren, wird mir nicht helfen. Aber nun, lass uns gehen, ja. Och nö, darauf habe ich heute keinen Bock. Ich hab's schon geahnt. Wie beim ersten Abschied habe ich's auch schon geahnt. Jetzt bringen wir Summer zum Abschied. Ich mag nicht das. Ich hätte auch das Haus von ihr schon längst abreißen müssen, aber da kam ich, da brachte ich mich jetzt. Irgendwann würde man keinen Platz machen wir das. Das brachte ich nicht übers Herz. Bevor es dich mit Summer zur Immerpforte geht. Das hat sie uns schließlich beigebracht.
nutze auch gleich mal die Zeit, den Kaffee auszusaufen. Keine Gegenstimme verfügbar. Ja, geerntet. Ich hatte den Garten für Rose vorbereitet. Ich wollte ihr ein Stück vom Paradies schenken. Ein Zuhause so voller Liebe, dass sie davon ganz überwältigt werden würde. Ich hatte mich geirrt. Es war unglaublich. Nachdem sie bei mir eingezogen war, steigerten sich die Erträge des Gartens um das Zehnfache. Es war ein wundervoller Anblick. Es hätte nie eine formelle Ausbildung genossen, und dennoch wusste sie, welcher Zweig krank war und zurückgeschnitten werden musste, oder welche Pflanze Dünger benötigte, oder was kurz vor der Blüte stand. Manchmal stand sie mitten in der Nacht auf, um empfindliche Blumen abzudecken. Am nächsten Morgen brach überraschend Frost über die Gegend herein. Sie brauchte kein Wissen. Sie brauchte meine groben Werkzeuge nicht. Chakren, Edelsteine, Gesänge. Nein, sie war eine offene Pforte zum Universum. Eine überirdische Macht. Aber der Drache, das letzte Mal zu Besuch kam, hatte ich keine Angst mehr. Okay, sofort müssen wir sie noch nicht bringen. Puh. Gut, dann suchen wir mal den Aluminiumdrachen hier auf. Minus 132 muss der sein. Und 134. Also ungefähr hier. Fahren wir dort mal hin. Ich bin wirklich hungrig. Ja, hier. Oha. Atulfer hungert uns hin. Eine Mahnung für dich. Atul, du kriegst auch eine. Geblieben. Ach, Atul. Wir müssen mal irgendwo Getreide sammeln kriegen, damit wir mal damit weitermachen. Das Eis gefahren. Ja.
Katze schläft aber gerade so komisch dort. So wie wir immer um das Schaf herumwedeln hier, verstehe ich, dass das so verschreckt guckt. Fast da. Kriegen wir vielleicht genug Aluminium, um die Hauserweiterung zu machen. Getreide finden wir dann auch noch. Da wird's Nacht. Jetzt einmal schlafen. Kann's am Morgen weitergehen.